So, und damit sage ich, Entschuldigung, herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Mein Name ist der Franconia. Wir haben jetzt genau 9 Uhr in der Früh und ich nehme heute mal ausnahmsweise, nehme ich jetzt tatsächlich heute auf am gleichen Tag, wo die Folge rauskommt. Und zwar jetzt 20 Uhr am 19.02. In diesem Sinne euch einen schönen guten Abend. Ich bin der Franconia. Ich wollte schon früher aufnehmen, aber ich war dann doch krank. Ja, ich war krank und kann sein, dass ich bin noch ein bisschen kränklich. Auch sein jetzt, dass ich noch ein bisschen rumhuste. Ich versuche es natürlich zu vermeiden. Wir gehen aber nach draußen und gucken heute, was wir machen sollen. Ich habe sogar noch mal im Video nachgeschaut, im letzten Video, also im gestrigen Video. Was wir hier machen müssen. Und wir müssen zwar Folgendes machen. Genau, hier haben wir ja die Quest noch gehabt, ne? Freunde der Sonne. Dann werden wir die nächste Nebenquest in Angriff nehmen. Ja, ich muss erst mal wieder reinkommen. Wann habe ich zuletzt aufgenommen? Ich glaube am 31. Januar, glaube ich. Muss jetzt hier wieder ein bisschen reinkommen. Ups, was die Steuerung angeht, was alles eigentlich angeht, und ja, aber kriegen wir, denke ich mal, auf die Reihe. So, wir machen jetzt die nächste Nebenquest mal mit. Beziehungsweise die nächste Nebenquest machen wir. Und der untere Teil ist beschädigt. Woher soll ich wissen, was das bedeutet? Es könnte alles heißen. Meinst du, dass es alles heißt? Man weiß es nicht. Was machst du da? Ich versuche, das blöde Wandbild zu lesen. Avil, mehr Respekt. Tut mir leid, Au. Ich respektiere Kukulkan. Ich studiere die Wandbilder, um eine Schlangenwache zu werden, wie mein Vater. Er ist bestimmt sehr stolz auf dich. Aber was ist, wenn ich die Lektion nicht verstehe, die sie lehren? Ich kann vielleicht helfen. Denkst du, dein Vater hätte was dagegen? Wirklich, Mayu? Nein, Kind. Dein Vater würde sich bestimmt freuen, dass die Au dir geholfen hat. Großartig. Einen Teil von dem hier habe ich. Wasser. Also irgendwas mit Wasser. Glaube ich. Die anderen muss ich mir noch ansehen. Wie wär's, wenn ich mir alle Wandbilder ansehe und dann komme ich zurück und wir reden darüber? Ich bin hier. Ich bin übrigens Lara. Avil. Ah, Lara ist so lieb. So, Wandbilder entziffern. 3 Kultwandbilder entziffern. Wo finde ich den Scheiß? Markiert es? Ist das hier markiert? Ach, natürlich ist es markiert hier. Natürlich ist es markiert. Was war's da mal noch gerade aus da? Natürlich sind die Wandbilder markiert. So, wir looten mal das hier mit. Ah, okay. Da haben wir doch schon den Wenn das, was einst über ihm war, nun unter ihm steht, wird Nahrung, was einst gesät. Der Boden, die Erde, Amun, der Gott des Getreides. Oh, ich muss sagen, ich habe immer mit so Wortspielen, ne, was jetzt so Rätsel angeht, ich habe damit starke Probleme. Liegt jetzt nicht daran, dass ich vielleicht dumm bin oder was, aber es ist mir zu. Was denn hat starker gut tun? Was war denn das jetzt? Jo, hier mal eins. Sehr schön. Leite in ihm wie ein Vogel, aber atme nicht. Wasser? Also er muss Chuck sein. Der Gott des Regens.
Des Regens oder des Redens? Man weiß es nicht. Sehr schön auf jeden Fall. So, und das nächste haben wir... Okay, dann müssen wir hier entlang. Jo, gehen wir hier entlang. Wieso ist das jetzt hier so dunkel? Oder bilde ich mir das auch noch ein? So. Na, siehst du's. Müsste also hier sein, oder? Well. So. Was, Quali, Quali? So, wir loomen das mal natürlich schnell. Boah, total falsch, Alter. Hier drin. Nee, ne? So, schon wieder voll daneben gelaufen. So, wie nun mal das? So, wir nehmen das alles mit. Oder drehst du? Wo ist denn das letzte jetzt? Hier oben. Hier, ne? Ah, da ist er, Menschenskinder. Schwere Geburt, Freunde. Er trägt die Dunkelheit und bringt den folgenden Tag. Das ist die Sonne. Kinichahau ist der Sonnengott. Alle Götter auf den Wandbildern schenken Leben und nehmen es auch. So entsteht ein Gleichgewicht.
Die Wandbilder lehrten die Dualität von Leben und Tod. Schwere Kost für ein Kind. Ja, wollte ich gerade sagen, damit wir da mal klarkommen, ne? So, Uiuiui. Was macht der nicht? Sag bloß, das war's dann schon. Mit dieser Quest kann es sein. Komm, wir lohnen das mal alles mit dir. Ja. Der Herrgott würde es uns danken. So. Ah, wir sind schon richtig hier. Ah, hier ist schon natürlich so an dem Frühlingstag, ne? Wenn es noch angenehme Temperaturen hat. Dann ist das schon was Feines hier. Dann ist es hier richtig, richtig gemütlich. Hui. So, mit Mayu sprechen. Mayu, wo ist Avil? Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ihr Vater kam und nahm sie mit. Er wollte sie für ihre Arbeit belohnen und an einem Ritual teilnehmen lassen. Welches Ritual? Das Ritual des Erwachens. Au. Dabei wird ein Kind geopfert. Glaubst du, Avils Vater würde ihr was antun? Ich kenne ihn seit Jahren. Als er heute kam, hat er mich gar nicht bemerkt. Seine Augen waren schwarz, leer. Wohin hat er sie gebracht? Zu dem verlassenen Dorf. Bitte, beeil dich. So, das verlassene Dorf erreichen. Na, gratuliere. Wo müssen wir hin? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hier glauben die Ecken, okay. Dann. Ja, gehen wir noch mal dahin. Bevor hier tatsächlich das Kind als Opfergabe geopfert wird. Erst einmal doch die Morassstiefel da. Ritualaufschub. Oi. So, jetzt pass auf. Können wir vielleicht hier noch etwas herstellen? Nee. Da hätte ich gesagt. Mach mal los, legen wir weiter. Kann ich mit dir reden? Nee. Sie warten auf dich. Hier lang. Was? Die warten auf mich? Wieso warten die auf mich? Bringen wir es hinter uns. Ah, au. Das hier ist mein eigenes Blut, meine Tochter Avil. Ihr Geist und ihre Seele sind stark, stärker als alles, was ich bisher gesehen habe. Ich bin so, so stolz auf meine Avil. Sie wird ein schönes Opfer abgeben. Hier, der Nektar des Erwachens. Höre, Kinicheau, Gesicht der Sonne. Ich opfere dir Avil, die Auserwählte. Sie wird den Nektar des Erwachens trinken. Ihr Herz wird aus ihrer Brust genommen und aufs Feuer geworfen. Die Asche meines eigenen Fleisches und Blutes sei dir gegeben, sodass die Sonne nicht erlischt. Avil, ich bin's, Lara.
Wenn ich's dir sage, renn schnell zurück zu Mayu, okay? Avil, lauf! Hey, Juden, mal hier. Warum habe ich das Gefühl, es ist nicht vorbei? Irgendwo. Alles durchsuchen. Sie könnten überall sein. Kuntulkimen, Kuntulin Lakon, Chimbaltesh de Kuchila. Unach Ubin Karbil Jola Lelo. Wie sind das jetzt? Kitpe Zabaesh Azone Shetanil Kubin. In Maskabe Ukalke Nukashtech. Hashmalov Kashiken in Wilbashku Yuchul. In Wofel. Kimesab Kuntul in Lakzilon. Wakek Mulpek Sikbae. Minan. Sehr schön, Freunde. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Boah. Fuck, jetzt habe ich gar nichts gesehen, ne? Sie warten auf dich, hier lang. Okay, jetzt müssen wir das alles nochmal machen. Bringen wir es hinter uns. Ja. Oder wir schießen die einfach über den Haufen, das kann man natürlich auch machen. Mit Pfeil und Bogen finde ich, muss ich ehrlich sagen, doch ein bisschen cooler. Ah, au, das ist mein eigenes Blut, meine Tochter Avil. Ihr Geist und ihre Seele sind stark, stärker als alles, was ich bisher gesehen habe. Avil, ich bin's, Lara. Wenn ich's dir sage, renn schnell zurück zu Mayu, okay? Avil, lauf! Warum habe ich das Gefühl, es ist nicht vorbei? Nix au. Kuntulkimen, Kuntulin Lakon, Chimbaltesh le Kuchila. Janekastik Mashtek. Unach Ubin Katbil Jola Lelo. Ha. Oh shit. Kuchesh tu Lakon. Alo Babach Bello, Helul Chai. Okay, Alter. Schau natürlich mal, Alter. Entschuldigung, dass ich jetzt hier nichts gesprochen habe.
Ich war jetzt tatsächlich so konzentriert auf das. Ja, ich weiß, ich könnte ja mit der MG machen, ne? Aber. Ich weiß, aber. Weiß nicht, ich find's halt mit Pfeil und Bogen. Bin ja sowieso eher der Stealthy-Typ. Also der Freund von so Stealth-Spielen. Der einfach so Magazin voll und Mods rumgeballert. Sondern ich gehe lieber taktisch vor und lautlos am besten. Und da ist halt der Pfeil und Bogen, ist halt dann doch am besten. In dem Fall und deswegen hier auch nicht die Gnade. Klar, wenn ich Trinity mit die gepanzerten Trinity-Leute und da ne, da kannst du nichts anderes machen. Außer mit scharfer Munition zu schießen, aber so hat es ja auch ganz gut gepasst jetzt. So, wie geht's dir? Avil, bist du verletzt? Mir geht's gut. Ich bin gerannt, wie du es gesagt hast. Kluges Mädchen. Du hast das Ritual gestoppt? Avil, du solltest getötet werden. Aber so soll es sein. Ich war auserwählt. Mein Opfer würde verhindern, dass Kinichau die Sonne wegnimmt. Vater sagte, er hat geträumt, ich sei was Besonderes. Avil, Träume lassen sich verschieden deuten. Vielleicht sollst du hier auf der Erde bleiben und mit deiner besonderen Kraft die größte Schlangenwache werden, die es je gab. Glaubst du das wirklich? Ja, absolut. Das muss ich Vater sagen. Avil, dein Vater ist... für eine Weile weg. Also bleibt Avil bei mir und setzt ihre Studien fort. Natürlich. Ich fange besser an. Es gibt noch so viel zu lernen. Danke, Au. Ja, danke, Au. Jemand wird sich um Avil kümmern. Bitte nimm diesen Bogen zum Dank. Er gehörte meiner Mutter, einer Adlerschützin, und soll dir dienen. Danke, Mayu. So, neuer Erz des Adlers. Ja, geil. Mission abgeschlossen, Ritualaufschub. Ich bin begeistert. Für das, dass ihr Mann jetzt tot ist und sie verwitwet ist, ne, macht so einen recht gesunden Eindruck. So, wir können hier nochmal was machen anscheinend. Komm, wir reden nochmal. Ich fange besser an. Es gibt noch so viel zu lernen. Danke, ja. Au. Das ist richtig. Ich würde mal anfangen an deiner Stelle. So, ja, wie schaut's denn hier aus? Ach, die antike Studien. Okay, die haben wir dann hier. Sehr schön. Dann gucken wir mal weiter jetzt. Was wir als nächstes machen können hier. Hier ist noch ein Relikt. Freunde. Wie komme ich hier hin? Keine Ahnung. Sicherlich mit der Hauptquest. Ja, dann hätte ich gesagt... Wir reisen zumindest mal. Nein, mit der reden wir jetzt nicht. Wir reisen zumindest jetzt mal zur Hauptquest, denn es kann natürlich jetzt sein. Dass wir jetzt dann aber doch... haitistische Gerät. Dass wir eventuell, ich hoffe es jetzt nicht, neue Klamotten brauchen, aber ich guck mal. Das Teil ist da drin, okay, das werden wir auch hier irgendwann mal holen. Ja, ansonsten, liebe Freunde, vielen Dank fürs Einschalten.
Dann machen wir heute kurze Folge. 25 Minuten, denke ich mal, ist aber auch okay. Und ja, machen wir dann morgen hier mit der Hauptquest weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Und bis morgen. Euer Franconia. Ciao.